Ein bisschen fragt man sich, wer am Montagmorgen gegen 8:30 in der evangelischen Kindertagesstätte Zwergenland in Wittenförden bei Schwerin mehr Spaß am Spielen hatte. Sozialministerin Stefanie Drese und WMAG-Vorstandsmitglied Thomas Petzold, die für die kleinen Spielzeuggeschenke mitgebracht hatten, oder die beschenkten Kinder. Die zwischen 1,5 und 2,5 Jahren alten Mädchen und Jungen aus der jüngsten Gruppe der Kita nahmen die beiden Steckkästen ohne Zögern in Besitz und begannen zu spielen, gemeinsam mit ihren Gästen. Sowohl Ministerin Drese als auch das WMAG-Vorstandsmitglied freuten sich über diesen im wahrsten Sinne des Wortes spielerischen Wochenbeginn. Also das gefällt mir wirklich, am Montagmorgen in die leuchtenden Kinderaugen zu gucken. So könnte es montags öfter losgehen, da haben Sie recht. Bereits seit 20 Jahren überraschen Mitarbeiter der WMAG in der Vorweihnachtszeit die etwa 200 Kindertagesstätten im Einzugsgebiet des Energieversorgers mit hochwertigem Holzspielzeug. Mit den liebevoll bemalten Steckkästen können die Krippenkinder lernen, geometrisch geformte Bausteine in die passende Öffnung zu stecken und so auch ihre Motorik zu schulen. Besonders gut gefällt der Ministerin auch die Art des in der Vorweihnachtszeit verschenkten Spielzeuges. Das ist eine Aktion, die schon zur Tradition geworden ist. Die WMAG geht also immer in der Weihnachtszeit mit den Spielen von Kita zu Kita. So ein Engagement kann ich nur loben und unterstütze das deswegen auch sehr gern. Und damit tragen die WMAG-Geschenke gleichsam zum Entwickeln von Sozialkompetenz bei. Spielerisch lernen die Kinder zum Beispiel auch mal zu teilen und sich nicht zu streiten. Ja, wenn man natürlich Kinder beschenken kann, das ist ein super Wochenstart, besser als vielleicht ein trockener Geschäftstermin. Und wir als WMAG machen das ja mittlerweile jetzt schon 20 Jahre, dass wir in der Weihnachtszeit Geschenke an die Kindergärten in unserem Versorgungsgebiet ausliefern. Wir denken, dass wir als WMAG ein Stück weit auch mit gesellschaftlicher Verantwortung haben. Wir erwirtschaften ja Gewinne und diese Gewinne fließen unseren Anteilseignern zu. Das sind die Kommunen hier in der Region. Und neben diesen Dividenden, die wir ausschütten, tun wir auch etwas für die Kindergärten, für die Gemeinden, sodass ein Stückchen aus unserer Arbeit in der gesellschaftlichen Verantwortung zurückfließt. Nach dem erfolgreichen Start der Kita-Weihnachtsaktion am Montagmorgen im Zwergenland in Wittenförden schwärmen in den nächsten Tagen weitere WMAG-Mitarbeiter aus, um viele andere Kinder in Kitas in ihrem Versorgungsgebiet zu überraschen. Vielleicht auch gleich ein bisschen mit ihnen zu spielen.